In diesem Video zeige ich euch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr in den Höhlen zurechtkommt. In meinem Guide gibt es keine Probleme, in egal welchem Biom. Für mehr Fortnite Lego Guides, Tipps und Tricks abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal. Aber jetzt geht es ohne große Umwege direkt in den Underground. Die erste Höhle, die wir besuchen, ist natürlich die Graslandhöhle. Ja, Diggi, ich weiß, denkst du jetzt so, was soll denn das jetzt? Was soll ich da denn schon lernen? Aber hier ist das Wichtigste, Knotenwurzel. Das ist es einfach. Die werdet ihr am häufigsten benötigen. Marmor tatsächlich etwas weniger. Also achtet darauf, auch für das Leveln der zweiten Basis in der Wüste braucht ihr etwas mehr Knotenwurzel als Marmor. Das ist jetzt kein großer Tipp, aber es erspart euch auf jeden Fall den ein oder anderen Laufweg und auch Kopfschmerzen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Zur Ausrüstung kann man sagen, so viel braucht ihr in der ersten Höhle auf jeden Fall nicht. Die sind in der Regel klein und auch nicht so hoch und verwinkelt. 3 Spitzhacken, 3 Äxte, 30 Holz für Treppen, 2 bis 3 Schwerter und 30 Kürbisse sollten hier als Startkit reichen, um auf jeden Fall jede Menge Materialien aus der Höhle sammeln zu können. Ihr werdet alles soweit abnutzen, dass am Ende nicht mehr so viel übrig bleibt. Das Holz könnt ihr nach Bedarf auch einfach wegschmeißen und so euer Inventar komplett vollfarmen mit den Materialien aus der Höhle. Und das wäre es schon mal zu der ersten Höhle. Kommen wir zu der Höhle, die wahrscheinlich die wichtigste Höhle im ganzen Spiel ist. Und zwar die Wüstenhöhle. In der Wüstenhöhle haben wir tatsächlich eine kleine Schwierigkeit in der Priorität der Materialien. Aber dazu sage ich euch gleich mehr. Kommen wir erstmal zur Ausrüstung. Ich gebe euch hier die Liste, um so viel Erze wie möglich in einem Durchlauf aus der Höhle zu holen. Weil die Höhlen in der Wüste sind auf jeden Fall ein bisschen verwinkelter und auch sehr, sehr hoch. Was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, sind 4 Spitzhacken. Wir wollen lange in der Höhle bleiben. Und damit haben wir kein Problem. Wenn was kaputt geht, haben wir Platz für weitere Stacks an Erzen. Außerdem würde ich 20 Fleisch oder 40 Kürbisse mitnehmen, je nachdem, an was ihr schneller rankommt. Wir müssen nämlich den Hunger bekämpfen, da die Höhle echt ziemlich groß ist. Und hiermit sollten wir keine Probleme haben, wichtige Items zu farmen. Aber natürlich darf das wichtigste Item nicht fehlen, und zwar 7 Schneebären-Shakes. Wir werden lange in der Höhle bleiben und das seht ihr auch an der Zeit der Schneebären-Shakes. Wir haben insgesamt 70 Minuten Zeit, die komplette Höhle abzufarmen. Auch hier solltet ihr 50 Holz für Treppen mitnehmen, um einfach bequem an alle Erze in der Höhle zu kommen. Wie gesagt, die sind manchmal sehr, sehr weit oben. Das heißt, wir müssen einige Treppen hintereinander bauen und so können wir uns einfach ein paar Laufwege durch die Höhle sparen. Als letztes würde ich 2 Schwerter mitnehmen. Ihr könnt auch eine Armbrust nehmen und 120 oder noch mehr Pfeile, das überlasse ich euch. Jetzt zu den wichtigen Sachen in der Loot Priority. Ihr solltet darauf achten, am meisten Brightcore mitzunehmen und danach erst Kupfer. Brightcore brauchen wir nämlich nicht nur, um Kupferbarren herzustellen, sondern auch für spätere Eisenbarren. Das heißt, denkt auf jeden Fall dran, mehr Brightcore mitnehmen. Und da ihr zur Verarbeitung von einem Kupferbarren 2 Brightcore braucht und genauso auch beim Eisenbarren 2 Brightcore benötigt, solltet ihr das im Hinterkopf behalten. Obsidian ist ebenfalls wichtig, da empfehle ich euch 100 bis 160 mitzunehmen, je nachdem, wie ihr so drauf seid, ob ihr zum Beispiel viel Metallschmelzen braucht oder eher weniger. Jetzt kommen wir zu der Ressource, die meiner Meinung nach ruhig vernachlässigt werden kann. Ich habe sie relativ wenig benutzt, und zwar der Rubin. Rubin habe ich bisher nur ganz selten gebraucht, da ich eigentlich die Werkzeuge nicht unbedingt so verzauber, weil ich mir denke, man kann die Slots im Inventar auch für Brightcore oder Kupfer benutzen. Und deshalb empfehle ich euch auch einfach nur 3 Stacks Rubin mitzunehmen. Das reicht für den Fall, wenn ihr was verzaubern wollt. Verbraucht aber auch nicht so viele Plätze für sehr wichtige Items. Wahrscheinlich müsst ihr sowieso nochmal zurück, weil Obsidian leer ist. Und dann würde ich einfach sagen, ist die Loot Priority Brightcore, Obsidian und als letztes Rubin. Ihr könnt noch ein bisschen Kupfer mitnehmen, aber das überlasse ich auch euch. Als nächstes gehen wir in die Eishöhle. Die Ausrüstung hier ist so eine Sache. Ihr könnt mit dem Glücksbringer des inneren Feuers und einer Fackel spielen. Möglich ist es aber auch, den pikanten Burger zu nutzen. Der kostet Mehl, Fleisch und Chilis. Da man aber den Glücksbringer länger nutzen kann und auch in der Overworld im Biom selbst bei den Frostkiefern nutzen kann, empfehle ich euch die erste Variante. Auch hier nehmen wir 4 Spitzhacken, Fleisch oder Kürbis und Holz, um die Höhle zugänglicher zu machen mit. Bei den Waffen würde ich euch diesmal empfehlen, 2 bis 3 Armbrüste mitzunehmen und mindestens 300 Pfeile, da die Gegner in den Eishöhlen einfach sehr stark sind und meistens im Rudel auftauchen. Und ihr wollt nicht gegen Rudel-Skelettwölfe kämpfen.
Das kann ich euch sagen. Deshalb solltet ihr die Skelettwölfe einfach aus sicherer Entfernung immer wieder mit der Armbrust abschießen, so unnötigen Schaden vermeiden. Wenn dann am Ende noch ein paar Gegner übrig bleiben, könnt ihr dann noch ein Schwert mitnehmen, wenn ihr möchtet. Ich empfehle euch aber nur die Armbrust, das spart natürlich wieder wichtige Inventarslots. Kommen wir jetzt zu den Erzen. Wir wollen Eisen, Eisen und noch mehr Eisen. Danach kommt der verfluchte Knochen von den Wölfen und danach erst der Saphir. Der Saphir ist genauso wie der Rubin, den brauchen wir zum Verzaubern. Und wir bekommen nur die Verzauberung Glück. Und die Verzauberung Glück bringt uns, dass wir einzelne Items mit einer höheren oder doppelten Wahrscheinlichkeit droppen kommen. Das heißt, lässt ein Gegner ein Knochen fallen, habt ihr mit der Verzauberung Glück die Chance darauf, dass er zwei Knochen droppt. Das ist erst am Ende interessant, wenn wir Ungetüm Schuppen für den Regenerationsglücksbringer farmen wollen. Aber vorher würde ich sagen, brauchen wir das nicht unbedingt. Deshalb auch hier, nehmt einfach 3 Stacks Saphir mit und das reicht. So, meine lieben Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, euch in den Höhlen zurechtzufinden. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert und vielleicht sehen wir uns auch mal in meinem Livestream auf Twitch oder YouTube. Bis dahin, macht's gut, ciao.